Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel, du Kopf! So, ich habe euch ja gesagt, in einem anderen Video, dass ich so Reaction-Videos mache. Sprich, ich reagiere auf andere YouTuber-Videos oder beziehungsweise, dass da hochgeladen wurde. Wir gucken uns mal ein paar Tattoos an von YouTubern. Wir gucken aber auch ein bisschen Sachen an, die mit Tattoos zu tun haben. Und ich habe Folgendes gefunden. Erst hatte ich das auf meinem wunderbaren Handy. Da habe ich irgendwann mal runtergescrollt bei YouTube und plötzlich wurde mir ein Indian Street Tattoo angezeigt. Sprich, wie Leute auf der Straße tätowieren. Ich war natürlich sofort baff und das war meine Idee, wieso ich das Ganze überhaupt machen wollte. Weil, Leute, was ich da gesehen habe. Alter, was ist da los? Gucken wir uns jetzt mal an, genau, ich zeige es euch jetzt mal. Ich hoffe, das Ganze wird jetzt hier auch aufgenommen und filmt das auch wirklich. Jedenfalls ist das Mikro schon mal an, wie ich sehe. Wir gucken nochmal, da ist das gute Stück. Ich mache es mal aufs Groß, damit wir auch alle schön das hier genau gucken können. Dass es nicht zu klein ist. Bevor ich anfange, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ihr könnt es selber sehen. Leute, die da draußen Tattoos haben, glaube ich, kotzen entweder gerade in einen Eimer oder sind sogar gerade umgekippt. Yep. So tätowieren die da drüben mitten auf der Straße. Das heißt, wenn du ein Tourist bist in Indien und du bist wirklich einer, der überhaupt gar keine Ahnung hat von Tattoos. Stell dir mal vor, du bist da und sagst dir so, hey, ich will jetzt eins haben, weil scheint ja normal zu sein. Denn die führen es ja auch aus auf der Straße da und anscheinend ist es ja irgendwie erlaubt. Also wird das schon alles richtig sein, ja? Amanakoyum, was ist da los, Mann? Guckt euch das mal an. Du, von A, Fingernägel bis Z, worauf wird tätowiert? Zieht euch das rein, es ist doch unglaublich. Wir starten mal. Komm, wir gucken es erstmal kurz an. Bitte mal ein kleines Gefühl bekommen. Alter. Alter, ballert der das da nicht aus, oder? Also was man schon mal sehen kann, er zieht die Linien gar nicht richtig gerade durch, sondern er hackt sie so rein. Macht man bei einer Liner nicht. Bei einer RS kann man das machen. So mache ich es zum Beispiel bei einer RS-Nadel. Aber er hat eine normale Liner, da ist das brutal und vollkommen fail am Platz. Naja, wir gucken mal weiter. Was mir auch direkt auffällt ist, die haben das alles komplett eingefettet, ne? Ich habe mir schon mal so ein Video angeguckt, so ein Street-Indian-Video, ja? Sonst würde ich ja nicht darauf kommen. Und ich habe gelesen, wohl in den Kommentaren, jetzt ist es immer so eine Sache, ja, laut Kommentaren kann man nicht immer alles glauben, aber ihr werdet es nicht glauben, was drin stand, vor allen Dingen, glauben, ihr werdet nicht drin, alles klar, Sascha, was ist los mit dem? Es soll wohl angeblich Kokosöl sein. Es ist relativ flüssig, was da rauskommt. Mal gucken, ob wir das hier noch sehen, wie er das aufträgt. Vielleicht, also, vielleicht wischt er das ja mal irgendwie weg und dann können wir uns das mal genauer angucken. Wir machen erstmal weiter. Soll das eigentlich für ein Zeichen sein? Aus dem Dollarzeichen? Oder ein Penis mit drauf? Alter, wie der das immer bei diesem Zug ab. Ey, Alter, ich könnte ausrasten. Alter, der kann doch nicht. Der kann doch nicht mit der Nadel da reingehen in seine Farbe, wo er mit jedem anderen Nadel, ich wollte gerade sagen Aufsatz. Nee, das ist wahrscheinlich nur eine Nadel. Ich gehe noch nicht mal davon aus, dass er da irgendwie eine neue Nadel reinsetzt. Der geht ja immer wieder in dieselbe, in seine sogenannte Farbkappe, ne? Oh, wir hatten Penis im Mund. Das heißt, er geht jedes Mal mit derselben Nadel in diesen Farbtopf, ja, schwarz-black, der da unten steht, und benutzt immer wieder dieselbe Nadel und geht damit auf eine andere Haut, sprich Keim ohne Ende. Das heißt, du kommst in Kontakt mit anderen Blutgruppen und er benutzt wahrscheinlich immer wieder dasselbe Tuch, um damit das Motiv ein bisschen zu säubern. Alter! Er hat noch nicht mal Handschuhe an, Mann. Was ist los da? Vor allem sein Fingernagel, sein Daumenfingernagel sieht aus wie so ein Koksnagel. Was ist da los? Aber fällt der Ringe an. Wo sind die Handschuhe? Was ist denn mal?
doch irgendwo ich das mal abgeguckt habe, weil das sowas macht nicht dauern. Alter, dann verreibt er das da mit seinem Finger. Alter, zieht euch rein, guckt euch an. Hallo, 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 guck hin, hallo. Alter, was ist da los? Und er nimmt, da hab ich ja gesagt, er nimmt das Tuch, macht das ab. Alter, mit dem Tuch. Das hat er sozusagen vorgezogen. Ach, siehst du, jetzt kann man mal sehen. Warte, er macht jetzt hier was Neues drauf, er schmiert irgendwas drauf. Ja, Chemical, ja, ja. Chemical, ja. Es könnte sein, Alter, Fingernagel sein Vater, Alter, übertrieben nah dran, mir wird direkt schlecht. Es könnte sein, dass es wirklich Kokosöl ist. Habe ich noch nie gesehen, gehört, dass man Kokosöl benutzen. Eine Sache hat das Ganze. Ich sehe gerade die Unterlage da, wo die Farbtöpfe draufstehen und er ja davor mit dem Schneidersitz ja, sich hingesetzt hat. Er macht das Freestyle-mäßig rauf. Ne? Ich meine, das ist jetzt keine große Kunst, was er da rauf macht. Das sieht ja aus wie ein Penis mit Rauch oder hat ein behindertes Dollarzeichen. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall macht er das da Freestyle-mäßig rauf. Also es gibt keine Blaupause. Alter, guck mal, wie das rotiert. Ich will mal mit dem Finger drauf zeigen. Jetzt werdet ihr hinter mir, aber geht ja gar nicht. Guckt mal, wie das rotiert hier hinten bei dem Motor. Das ist völlig aus der Bahn. Das ist gar nicht richtig im Takt, oder? Warum machen die sowas? Warum? Da kannst du mal sehen, es gibt immer einen Idioten, der sich sowas tätowieren lässt. Wahrscheinlich ist da auch noch Tradition drüben, sowas. Hm, genau. Und die ganzen Motive kannst du dir aussuchen. Ach, guck mal, er ist da hinten gerade im Hintergrund, wo er gerade noch die Finger schon auf deiner Haut hatte. Danach geht er beim nächsten drauf, weil abwischen brauche ich nicht. Ach, guck mal, ich bin ein Künstler. Künstler vor allen Dingen, hat mir gerade gefallen. Hm, alles klar, Geldabzocker. Wisst ihr, was lustig ist? Da ist null Hygiene. Und ich muss auch wirklich, mir wird richtig schlecht, wenn ich sowas sehe. Aber ein Regenschirm, beziehungsweise in dem Sinne ein Sonnenschirm, ja, aufgespannt, so damit das Tattoo keine Sonnenallergie hervorheben kann, kommen kann. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, sagenhafter Vorgang, was er da macht. Da achtet er auf sowas oder wie? Oder dass er einfach, na gut, könnte natürlich auch sein, dass er einfach nur keinen Sonnenstich kriegt. Das kann natürlich auch nur sein. Alter, da herrschen glaube ich Temperaturen, denn die ganzen Fliegen da drumherum. Alter. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ihr die Maus auch mitsehen könnt, ob die mit aufgenommen wird, aber am geilsten ist das Turtle-Hemd, ja? Gar nicht grün getörtet, sondern orange. Alter, obwohl es könnte auch so ein Matschgrün sein, hier so ein Ekelgrün, so ein Slimegrün, aber das ist auch schon allein die Törte-Schrift. Mann, Alter, das Chef and Shirt ist eine richtige Kopie, Alter. Sein Arsch ist auch krass. Udo Walz ist da drüben, oder was? Guck mal hier, und dann haben die ihre ganzen Boxen da? Vor allem, wo ist eigentlich der Motor, womit die das machen? Das habe ich gar nicht gesehen. Scheiße, konnte man nicht sehen. Guck, er da drüben hat genau das Gleiche. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Maus mit aufgezeichnet wird. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls zeige ich da gerade drauf, hier hinten auf diesem Kasten. Und da stehen auch nochmal so eine Töppe. Wahrscheinlich wieder dieses Öl oder Kokosöl, wie auch immer. Und hier Farbkappen und irgendwas anderes noch. Vielleicht auch mal so ein Öl, kann sein. Weiß ich nicht. Vielleicht auch Vaseline. Aber selbst Vaseline wäre in diesem Fall hier völlig falsch angebracht, denn Vaseline wird nur beim Boxen benutzt, damit das Blut, wenn du einen Cut hast, nicht rausströmt und er weitermachen kann. Meistens bringt es nicht viel, weil dann irgendwann sowieso Sense und Feierabend ist, wenn der Schlag dann nochmal rauf geht. Und das ist genauso wie mit der Haut, wenn du tätowierst. Sprich, die Haut darf nicht von Vaseline bedeckt sein, weil dann kann sie nicht atmen und das Blut bzw. Wundwasser nicht austreten in dem Sinne und Keime könnten sich da drinnen bilden, die Haut kann nicht atmen, du schwitzt da drunter, immer so weiter, pipapo, ist wie als wenn du eine Frischhaltefolie benutzt, lass den ganzen Scheiß sein, es gibt eine Heilfolie, damit benutzt man, da macht man das fertig aus Ende, hast du eine Wunde, kommt eine Heilfolie rauf und dann ist gut. Ja, also selbst wenn es Vaseline ist, ist es in diesem Sinne falsch, machen übrigens ganz viele Tätowierer da draußen noch, die Vaseline benutzen. Kann man, wie gesagt, auch machen. Ne? Hat man früher ja auch so gemacht, aber früher gab es auch einen Führer. Ja? Also,
Wir müssen uns der Neuzeit anpassen und man benutzt sowas wie Ink Booster, Hustle Butter, immer so weiter, ja, so eine Gleitcreme, Gleitcreme. Oh, jetzt denken wir Leute irgendwas für den Penis? Nee, das meine ich natürlich nicht. Ich meine so eine Butter, ja. Manche besteht, man nennt sie wirklich Butter, da sind so andere Bestandteile drin als bei einer Vaseline, ja. Da gehen wir mal auf ein anderes Thema drauf ein, da werden wir mal drüber reden. Nochmal genauer. Genau, es ist ein gutes Video, fällt mir gerade auf. Da kann ich mal erzählen, was so Bestandteile jede einzelne Creme hat. Ah, hier wunderbarer, sauberer Schriftzug. Alter. Ja gut, alles klar. Hätte auch meine Tochter machen können. Die ist 4, die macht es sogar besser, um ehrlich zu sein. Und hier, gut, ich hoffe, dass die Maus wirklich aufgezeichnet ist. Das ist mein erstes Video gerade. Ich versuche gerade dieses Reaction-Ding hier so ein bisschen zu machen, um mich reinzufummeln. Ist auch nur Probe hier alles. Und wenn es cool ist, lade ich es hoch. Hier hinten sehen wir einen Farbkappenhalter oder Schrägstrich Ständer. Da sind Farbkappen drin. Ja, er macht zumindest schon mal hier einen auf ein bisschen weiterentwickelter. Ja? Also sprich, wenn wir jetzt bei Pokémon zweite Entwicklung. Nicht mehr erste, so wie der gerade eben mit seinem Dollar-Penis-Zeichen. Aber das Problem ist, er wird auch hier in diesem Fall das Ganze nicht mit einem Ultraschallgerät säubern, sterilisieren. Und er wird das Ganze nicht mit einem Flächendesi desinfizieren. Das ist Fakt. Da bin ich mir ganz sicher. Also es ist in dem Sinne auch wieder scheiße. Machen übrigens viele Tattoo-Studios immer noch den Fehler. Sie benutzen immer wieder dieses schöne Stück, um ihre Farbkappen reinzumachen. Ich würde es nicht machen. Es ist ein Keimfänger hoch 10. Es ist kein Traumfänger, sondern ein Keimfänger. Aber na. So, weiter gucken wir. Alter, wie er in dieses Tuch reingeht. Habt ihr das gesehen? Dieses Tuch erstens sieht voll... Oh Gott, noch viel schlimmer. Guckt euch deinen Finger an. Aus wie abgestorben der Finger, wie viele verschiedene. Oh, das ist so ekelhaft. Und mir ist. Oh, gerade mir war ein bisschen schwindelig, als ich Augen zugemacht habe. Weil ich mich schon so drüber aufrege und das so ekelhaft finde. Und der hat auch so einen Koks-Fingernagel, Alter. Was ist da los? Haben die alle so einen Koks-Nagel? Alter. Auf jeden Fall, wenn ihr mal da drüben seid in Indien und das kann man sich ja mal antun, also beziehungsweise angucken, dieses Land, wobei ich gehört habe, dass es sehr verdreckt sein soll. Also mich würde es jetzt nicht dahin ziehen, sondern eher so Thailand oder halt Asien, also ist ja auch in Asien, glaube ich. Warte, hat sich gerade scheiße? Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, mich interessiert ja sowas wie Hongkong und so. Also klar, ist auch, ja, ist auch dreckig, viele Menschen, aber nicht so wie Indien. Indien ist brutal, wirklich. Indien ist safe, Smogmog von Pokémon. Ich habe irgendwie heute ein bisschen mit meinem Pokémon. Ah, gut, dass ich das gerade sehe. Die Kette hier, die die Dame oder der Herr umhat, ist auch noch so eine Sache. Sollte man mit Tätowieren auch nicht machen. Ich weiß, wir reden hier gerade von einem Street-Indian-Tattoo. Ja? Das heißt, da muss sowas sein, damit es auch wirklich Street ist und richtig schön sich entzünden kann und eventuell dir der Arm abgehackt wird und dann irgendwo gegessen wird in irgendeinem indischen Restaurant. Auf jeden Fall sollte man diese Kette abnehmen. Das ist auch wieder ein Keimfänger. Viele Bakterien könnten da dran sein. Auch in der Heilphase, sprich, ist das Tattoo fertig, kann diese Kette immer wieder schön darüber reiben, über dieses Tattoo und bedeutet, ja, könnte sich letztendlich dann doch nochmal entzünden oder halt wund werden. Ist ja eh schon eine Wunde und ich glaube nicht, dass die da eine Schutzfolie drauf machen. Glaube ich nicht. Zum Ende spucken sie wahrscheinlich davor. Kabel nicht eingepackt. Es ist krass, dass da sich echt Leute hinsetzen und sich das tätowieren lassen. Ne? Alter, die immer da rein. Boah, Alter, da sind ganz viele verschiedene Hauttypen drauf gewesen. Ja, warte, ne? Alter, ich finde die so krass, Alter. Ey, wirklich. So, Video ist bis hier zu Ende. Ich will jetzt nicht gleich weitermachen, nicht, dass dann irgendwo ein anderes Video kommt, was ich dann nicht gucken darf. Wird es mir rausgeschnitten, keine Ahnung, wird verboten. Ihr wisst doch, wie das alles läuft. Ja, würde ich sagen, in diesem Sinne, eins haben wir gelernt, sollte man nicht machen. Ja, würde ich sagen, bis deine Antenne. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Däumchen da und
diskutiert doch mit mir mal unter diesem Video. Was haltet ihr davon? Eigentlich muss sowas verboten werden. Ich weiß gar nicht, warum die Polizei da nicht hinterher ist. Aber eventuell könnte das sein, wie so eine Taschenverkäufer oder Mützenverkäufer oder Uhrenverkäufer, die auf der Straße sind beim Tourismus. Könnte natürlich auch sein, dass die dann schnell ihre Sachen packen und abhauen. Kann natürlich sein, muss aber nicht. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Indien. Vielleicht gibt es aber jemanden, der mir ausführlich darüber berichten kann. Und wenn ihr das dann doch haben wollt, ja, dann viel Spaß. Sucht euch ein schönes Tattoo aus, was kein Unikat ist, auf diesem schönen Unterlegplatte oder hier, ihr wisst schon, was ich meine, Buch, wo die ganzen Farbkappen draufstehen und so, und sucht euch da ein schönes Tattoo aus, wenn euch das gefällt. Bis deine Antenne, haut da rein, Brian.